Marco Haas wurde vor kurzem lizenziert für die DL2. Das heißt, er ist auch aktiv mit im Aufgebot bei den Heilbronner Falken. Glückwunsch an der Stelle. Aber heute trotzdem mit an Bord zu diesem Saisonstart. Es ist das erste Spiel. Die Tore werden natürlich trotzdem angezeigt. Das kriegen wir noch hin. Ja, die Stimmung ist gut. Die Halle ist auf jeden Fall besser gefüllt als bei den Testspielen. Jetzt erste Kontergelegenheit. Marco Haas direkt vors Tor. Und der Treffer. Blitzstart. 21 Sekunden gespielt. Und Marco Haas macht mit den Eisbären Heilbronn dort weiter, wo sie im Playoff-Finale aufgehört haben. So, die Aktion von davor sieht man leider nicht. Du müsstest das Scoreboard ausblenden kurz, ja, oder jetzt ist es auch gut. Ja, Lars Heinz kann da seinen Ex-Teamkollegen nicht entscheidend bedrängen. Oh, Eisele an der Scheibe, hat relativ viele Testspiele verpasst, beruflich bedingt. Und jeder, der den Spielplan ein bisschen kennt, der weiß, dass die Rebels am Sonntag schon ein Spiel hatten. Erstmal nächstes Tor! Unterzahltor für die Eisbären Heilbronn! Stefano Rupp erhöht hier auf 2:0. Fünf Shorthänder hatten die Eisbären Heilbronn in der vergangenen Saison. Heute machen sie den ersten in der Saison 2022-23. Und Coach Jakob Wosterek sichtlich unzufrieden. So, Lehrs jetzt wieder hinterm Tor. Sandwald zieht zum Tor, schießt und der Anschlusstreffer! Adrian Sandwald, eventuell war er noch abgefälscht. Nein, er fährt als erstes zur Bank. Hier zieht zum Tor und dann rutscht er unter der Fanghand durch. Wichtig, diese Antwort hier in Überzahl. Oh, Wahnsinn! Kommt der Ball nahe noch zum Torabschluss. Nachdem er da sogar eine Pirouette drehte. Also da sieht man wieder. Jetzt erstmal her mit dem Ausgleich! Peter Winczek macht seinen Puckverlust gut. Und in der 11. Spielminute steht es 2:2 nach 0:2 Rückstand. Ja, kann da den Pass unbedrängt spielen hinterm Tor. Und viel schlimmer noch, Yannick Herm so nah, so frei vor dem Tor, aus der Oberliga gewechselt. Zu den Stuttgart Rebels. 30 noch zu spielen. Und die Heilbronner sind wieder komplett. So, Wosterek holt den Puck. Heinz zieht ab, Puck rutscht sogar durch, aber am Tor vorbei. Und Lukas Traum. Und damit die Gelegenheit für das Top-Powerplay der Regionalliga Südwest. Einmal mehr zuzuschlagen. Unkorrekter Körperangriff gegen Marco Haas. Also von ihm ging der unkorrekte Körperangriff aus, aber die Strafe wird gegen ihn ausgesprochen. Und jetzt viel Platz. Und der Nachschuss sitzt! Peter Winczek! Der Neuzugang aus Tschechien macht sein erstes Pflichtspieltor für die Stuttgart Rebels. Minus 20. Minus 20. Und das ist genau das, was ich letztes Drittel noch meinte. Nächste Schusschance hier für Patrick Eisele.
bisschen zu zentral. Diese Nächste Schuss! Wieder Peter Wiencheck, 6 Sekunden vor Ablauf der Strafzeit. Wir hoffen, haben hoffentlich das Replay. Okay, es gibt trotzdem noch die Lags im Replay, das tut uns leid. So, Puck fliegt darüber. Der Schuss geht erst auf den Goalie, prallt dort ab und Peter Wiencheck steht da unten. Ja, und ein etwas verhaltenerer Start jetzt, bislang zumindest, in dieses Drittel. Wiencheck! Ja, in dem Fall, ich scheine heute irgendwie die Dinge ein bisschen zu jinxen. Peter Wiencheck mit seinem Hattrick. Da ist das Replay. Pass kommt da von Herm. Wiencheck hat dazu das Unterzahl bislang auf Seiten der Stuttgart Rebels souverän. Und jetzt der Nachschuss sitzt! Anschlusstreffer! Sören Breiter! Ja, das 5:2 habe ich getinkst, das 3:5 jetzt auch. Dann lobe ich das Unterzahlspiel, aber dann kommt ein Schuss nach dem anderen. Patrick Gott. Aber die Heilbronner halten gut dagegen. Jetzt nochmal Leers, abgefälscht! Patrick Eisele! Macht sein erstes Saisontor! So, das Replay scheint weitestgehend einwandfrei wieder zu funktionieren. Gott sei Dank! Da kommt der Schuss, ja, das ist die falsche stationäre Kamera. Da kam der Schuss auf Seiten der Heilbronner, also ist mit Sicherheit nicht leicht, da in den Rhythmus zu kommen! Und Christian Leers mit dem 7:3! Und verzeihen Sie mir die Ekstase, aber frisch gewordener, unser frisch gewordener Vater macht seinen Treffer! Traumwoche für Christian Leers! Ist natürlich auch wichtig, wenn es sich anbietet, probieren die Heilbronner zwar den Vorcheck, aber der hat relativ selten Erfolg. Jetzt rutscht der Puck durch! Kevin Mahlitz! Auf Vorbereitung von Sören Breiter! Ja, in der Einstellung sieht man noch nicht so viel. Ja, Fink verschätzt sich dort. Der Puck, dass euch der Stream gefällt. Und es macht auch Riesenspaß. So, das Spiel ist vorbei. Die Stuttgart Rebels gewinnen 7:4. Ich würde es als verdienten Sieg beschreiben. Die Heilbronner eben mit dem deutlich besseren Start. Aber danach konnten sich die Rebels fangen, konnten den Schalter umlegen. Haben spätestens ab dem 2:2 auch verdient.